Also, unser Projekt heißt Ist der Herd noch an? Und wir sind auf diese Idee gekommen, da das bei mir und meiner Mutter immer wieder das Problem ist, dass wir irgendwo hin müssen, wir haben ein bisschen Zeitdruck und dann müssen wir nochmal zurückfahren, um zu gucken, ob der Herd an ist. Und wir haben uns jetzt eben was überlegt, dass man sich dann quasi auf das Handy schicken lassen kann, auf einer Website, ob der Herd eben noch an ist oder nicht und sich dann sehr viel Zeit sparen kann. Genau, technisch haben wir das gelöst, indem wir einfach einen Sensor gebaut haben, dazu später noch mehr, und eine Webseite, wie Annika schon gesagt hat, das verbindet. Und ich finde das unglaublich schön, wir hatten nämlich Hardware-Teil, wir hatten Backend-Teil und Frontend-Teil und keiner von uns war wirklich in irgendeinem Projekt, also in irgendeinem Teil, wo er früher schon mal gearbeitet hat. Also ich finde da unglaublich, zum Beispiel Julia, die hatte eine steile Lernkurve, also um 13 Uhr haben wir geklatscht, weil sie das erste Programm geschrieben hat und um 19 Uhr hat sie ihre erste API gecallt. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Jetzt kommen wir mal zum Design. Also, wir haben uns dafür entschieden, dass wir einmal oben mit Flammen am Herd und einem angeschalteten roten Kochfeld arbeiten. Das soll bedeuten, dass der Herd angeschaltet ist und man ihn am besten nochmal ausschalten sollte. Unten sind die Flammen an den Töpfen weg und grün ist ist die Herdplatte. Das bedeutet, es ist alles in Ordnung, man kann weitergehen. Also die Daten kommen vom Sensor, werden dort aufgesammelt und werden an einen Database geschickt, wo sie dann per GET-Request vom Frontend wieder zurückgeholt werden. Unser Backend haben wir mit Python umgesetzt und das stellt im Wesentlichen zwei Schnittstellen zur Verfügung, sodass der Sensor in die Datenbank schreiben kann und das Frontend Daten aus der Datenbank auch auslesen kann. Genau, also hier sieht man jetzt unsere Website und wir haben das so gemacht. Jetzt sieht man gerade, dass der Herd aus ist und wir probieren das doch jetzt mal, wenn man den Herd eben anhat. Jetzt warten wir kurz. Perfekt. Und jetzt sieht man eben, der Herd ist an. Das Ganze haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Und wir haben noch mehrere quasi kleinere Unterkategorien. Zum Beispiel About, da haben wir eben erklärt, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Zum Beispiel auch, was ist ein Backend. Genau. Und dann, das ist unsere Hardware. Wir haben das, kann man hier Kamera anmachen? Also es besteht aus zwei Bauteilen. Erstens ist es unser Prozessor und Hall-Sensor. Und das Gehäuse haben wir mit dem 3D-Drucker gedruckt und dann hier sieht ihr, also ihr seht es, okay. Ja. Okay, also hier ist unser Prozessor, hier und, ja, danke. Und hier ist unser Sensor und wenn man jetzt zum Beispiel den Schalter dreht, dreht sich hier der Magnet um und der Hall-Sensor misst das, ja, und dann werden die Daten bearbeitet. In Zukunft könnte man sich auch vorstellen, dass man das Ganze noch ausweitet, nicht nur auf den Herd, sondern zum Beispiel auch, habe ich mein Fenster offen gelassen, habe ich die Tür offen stehen lassen und dass man dann praktisch so nach dem Motto Internet of Things es schafft, dass die Leute weniger Probleme haben, weil sie ihre Dinge vergessen zu tun. Danke für eure Aufmerksamkeit.